Murat Yakin nahm also auf der Bank Platz. Für einen Einsatz von Beginn weg reicht's noch nicht. Aber für einen Teileinsatz stand er bereit. Pepi Kuhn wird es mit Erleichterung zur Kenntnis genommen haben. Die Fans im St. Jakob Park überhaupt nicht meisterlich oder frenetisch gestimmt. Die Feiern vor einer Woche waren so ausgiebig, dass man es heute ruhiger nahm. Beide Teams legten ihre Karten rasch einmal auf den Tisch. St. Gallen stand hinten, machte die Schotten dicht und ließ Basel anrennen. Rossi, dann Chipperfield und Smiljanic mit der ersten Möglichkeit. 8 Minuten waren gespielt. Basel drückend überlegen, aber nur selten wirklich gefährlich. Rossi und Wolf dazwischen. So ging das die ganze erste halbe Stunde lang. Was immer Basel auch tat, aus welchen Lagen es die Beppi auch versuchten, irgendein Grün-Weißer stand immer im Weg. Nur höchst selten sah man auch St. Galler Offensivbemühungen. Pavlovic und Zuberbühler, der ansonsten nichts, aber auch gar nichts zu halten hatte. Das Spiel langweilig, auf der Tribüne schrieb man sich den Frust vom Leib, andere schmolten. Und wiederum andere erstarrten zu Frustblöcken, ignorierten selbst hartnäckige Kuschelattacken der Liebsten. Kater statt Partystimmung im Basler Fußballtempel. Das wurde Sekunden nach Wiederbeginn plötzlich anders. Rossi. Immer noch Rossi. Dann Delgado. Und schließlich Huckel. Razzetti mit einer Glanzparade. Die Top-Chance des Spiels, 46. Minute. Ziemlich kurios das Ganze. Jeder hautet daneben, bis auf Huckel und Razzetti dann hellwach. Sekunden später. Atuba. Ein Schlitzohr dieser Atuba. Die Flanke gemimt und den Schuss getätigt. Pfostenschuss, 47. Minute. Basel drückte weiter, der Gefahrenpegel stieg. St. Gallen hatte Mühe in dieser Phase und jetzt aufgepasst. Sufiani gegen Degen, Schiedsrichter Meier zögerte mit dem Elfmeter, Pfiff dabei, war das sonnenklar. Der Angriff Sufianis, der kam mit gestreckten Beinen. Der Ball war weg und drum durfte Jiménez als Stellvertreter von Murat Yakin Anlauf nehmen. Tja, das passt ins Bild heute. Eine Premiere übrigens, es war der erste Elfmeter in dieser Saison überhaupt, der neben das Tor flog. Der erste auch den Basel nicht verwerten konnte. Ein Graus, zumal das Spiel nach dieser Szene wieder auf ein ganz langweiliges Niveau sank. Einziger Lichtblick auf Basler Seite war dann am Schluss auch die Meldung, dass Murat Yakin einen schmerzfreien Teileinsatz absolvieren konnte. Die Europameisterschaft scheint für ihn gerettet. Es ist auch so blank, dass ich eine halbe Stunde spiele und in den Rhythmus reinkomme. Und jetzt der Plan geht auf und nächste Woche haben wir 2 Spiele. Und da werde ich weitere Spielpraxis auch sammeln und dann bin ich bereit. Das war's. Zumindest fast. 92. Minute. Aufgepasst. Yakin, was für ein Lapsus. Mensa, auf und davon. Mensa! Und dann rettet Smiljanic praktisch auf der Linie. Das wäre es gewesen in diesem Spiel, wenn Mensa da noch getroffen hätte. Macht alles richtig, an Yakin vorbei, auch am großgewachsenen Zuberbühler. Und dann nicht ein Schuss, sondern ein Schüsschen, das Smiljanic noch verwirren kann. Es blieb beim 0:0, ein kleiner Meisterkater beim FCB war nicht zu übersehen. Jubeln tat St. Gallen, das einen wertvollen Punkt im Kampf um den Ligaerhalt ins Trockene brachte. Basel-St. Gallen, 0:0.